Geschlossene Fonds, das ist überwiegend noch ein rein deutsches Thema, gar nicht richtig europäisch oder international. Da scheint sich aber etwas zu verändern, da kommt einiges in Gang. Und darüber spreche ich mit meinem Gast jetzt. Ich begrüße Thomas Scholz. Er ist Leiter Vertrieb bei DCM, Deutsche Capital Management AG. Und das aus gutem Grund, Sie haben einen neuen Eigentümer. Sie haben inzwischen einen polnischen Eigentümer. Da gab es ein bisschen hin und her im Vorstand. Ist das jetzt ausgestanden? Herr Dr. Hühnmann, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ja, selbstverständlich ist es ausgestanden. Ausgestanden ist es eigentlich schon länger. Wir haben es eventuell nicht ordentlich genug kommuniziert, denn die gesamte Thematik mit Aufsichtsratwechsel und auch Vorstandswechsel ist eigentlich schon seit Mitte letzten Jahres komplett abgeschlossen. Wir hatten damals einen Interimsvorstand bekommen. Das war der Herr Josefovic, der angetreten war, um in Unterbrückung dann die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Seinerzeit war Herr Pavel Miller bei uns im Aufsichtsrat und es war von Anfang an so geplant, dass Herr Pavel Miller nach Niederlegung seiner bisherigen Tätigkeiten dann das operative Geschäft der DCM übernehmen werde. Diesen Schritt haben wir jetzt im November diesen letzten Jahres vollzogen und der Herr Pavel Miller hat den Vorstandsvorsitz bei der DCM AG übernommen. Was bedeutet das jetzt für Ihr Geschäft? Also Sie können natürlich jetzt auch sehr viel leichter Geschäfte in Polen machen, Projekte in Polen entwickeln. Das Land boomt ja wirtschaftlich gesehen, also da müssten sich doch Chancen ergeben. Also Polen ist generell eines der wirtschaftlich stabilsten und auch mittlerweile politisch stabilsten Länder, die wir innerhalb der EU oder EU-Beitrittszone dementsprechend haben. Von den wirtschaftlichen Kennziffern deutlich solider als so mancher EU-etablierte Staat. Von daher, wie gesagt, ist Polen mittlerweile ein Land, in dem man durchaus das Investments tätigen kann. Der Hintergrund der Übernahme der Familie Kocharczyk, denen wiederum die Texon Polska gehört, ist folgender. Die Familie Kocharczyk hat schon seit etlichen Jahren institutionelle Projekte in Polen entwickelt und auch in institutionelle Investoren dann veräußert. Und das Know-how, gerade auf dem osteuropäischen Markt, was sonst ja kaum vorhanden ist, soll nunmehr mit dem Zukauf eines deutschen Fondsstrukturierers dann transformiert werden, auch auf den deutschen Markt, dann aber auch eventuell wieder den Vertrieb dann zu transformieren auf den polnischen Markt. Kann man generell sagen, dass dann die Projekte auf dem polnischen Markt renditeträchtiger sind vielleicht als den sehr etablierten deutschen Markt? Also renditeträchtig sind die Projekte durchaus. Ich habe mir schon die ersten Kalkulationen zum Beispiel von Windparks in Polen angeschaut, die bereits am Netz angeschlossen sind, die durchaus auf reiner Eigenkapitalbasis Renditen von 10-12% dann dementsprechend auswerfen könnten. Es gibt neue Regulierungen in Deutschland für die Branche der geschlossenen Fonds, die dann wie offene Fonds wohl behandelt werden. Und da muss einiges umgestellt werden. Wie weit sind Sie da vorangekommen und was wird das für Ihr Geschäft bedeuten? Also grundsätzlich, wie glaube ich alle namhaften Initiatoren, verfolgen wir im Moment den Weg, alle Optionen uns offen zu halten. Grundsätzlich ist unsere beste Lösung natürlich eine eigene KVG oder AFM dementsprechend dann im Hause zu etablieren, dass wir dementsprechend auch dann aus dem Hause wieder die gesamte Wertschöpfungskette dann dementsprechend generieren können. Aber da die Gesetzgebung auch noch nicht final beschlossen hat, was nun wirklich dementsprechend gewünscht und was gefordert sein wird, halten wir uns alle Optionen dementsprechend offen. Aber wie gesagt, da befinden wir uns in guter Gesellschaft mit allen anderen Häusern. Wenn es denn so kommen sollte, würden wir eine eigene KVG dementsprechend aufsetzen, um die gesamte Wertschöpfungskette dann auch im Hause zu behalten. Viele klagen aus Ihrer Branche über das Geschäft 2012 und sind sehr vorsichtig, was 2013 betrifft. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also wir haben es heute Morgen gehört, Umsatzrückgänge um 23%. Auch wir haben nicht ganz das Vorjahresniveau halten können. Das ist völlig klar, denn die DCM war im letzten Jahr durchaus positioniert mit dem aktuellen Triebwerk Fonds dann auch in der Bankenlandschaft. Die Bankenlandschaft ist zum 1.6. neu reguliert worden. Der geschlossene Fonds wurde Wertpapierprodukt, wurde dem Wertpapierhandelsgesetz dann unterworfen. Die Banken mussten komplett ihre Regularien umarbeiten und der Vertriebsstopp, der sich dort dementsprechend dann gezeigt hat, der ging erfahrungsgemäß über 2, 3, 4 Monate zum Teil, bis die Banken überhaupt wieder in den Vertrieb gekommen sind. Und die Zeit hat natürlich an dem Umsatz gefehlt. Sie haben das Stichwort Triebwerksfonds schon angesprochen. Also wir kennen natürlich Flugzeugfonds und in den Flugzeugen sind nun mal Triebwerke drin. Aber eigene
Triebwerksfonds. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Also Triebwerkfonds. Die Idee ist eigentlich relativ simpel, denn Triebwerke müssen gewartet werden und die Fluggesellschaften sind nicht bereit, während der Wartung das teure Flugzeug, sagen wir mal eine Boeing 777 zum Kaufpreis von 160, 170 Millionen US-Dollar, je nach Ausstattung, dann am Boden zu lassen. Also werden Ersatztriebwerke unter das Flugzeug heruntergehängt. Das zu wartende Triebwerk wird gewartet und das Flugzeug kann sofort weiterfliegen und dementsprechend auch Cashflow für die Airline dementsprechend dann generieren. Die Idee dabei ist, 15% der Triebwerke müssten als Wechseltriebwerke vorhanden sein, dann kann man die Flotte immer kontinuierlich in der Luft halten. Wir haben nun 3 dieser Wechseltriebwerke erworben, verließen diese an Emirates wiederum, die diese Triebwerke für ihre Flugzeuge benötigen. Das Schöne bei den Triebwerken ist, sie werden immer so gut gewartet, dass sie am Ende der Laufzeit ein komplett neu überarbeitetes Triebwerk zurückbekommen und sie auch keinen Wertverlust haben. An einem Flugzeug selber ist das Triebwerk das wertbeständigste Asset und das haben wir uns jetzt herausgesucht, um es dann dementsprechend in einer KG-Verpackung den deutschen Anbieter dann auch mal zuerst mal zugänglich zu machen. Also Triebwerksfonds, eine interessante neue Idee. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Danke Ihnen.